So, wir sind live, Punkt 19 Uhr. Ja, freue mich, dass die Ersten hier schon einschalten. Wir laden mal gleich den Julius mit rein. So. Kommt er auch gleich mit rein. Ja, da ist So. er. Julius, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen Abend. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Tolles Wetter heute gehabt. Ein bisschen, ja, viel draußen gewesen, deswegen wirklich ein schöner Tag gewesen. Bei dir? Ja, ebenso. Ja? Auch viel los aktuell. Meine kleine Tochter hat sich auch nochmal vieles verändert. Glaube ich, glaube ich. Aber Genau. eine schöne Veränderung, oder? Ja, unfassbar. Also jeder Papa hat es gesagt, hier ist ein unglaubliches Gefühl, kann man gar nicht beschreiben. Und ist einfach so. Also unfassbar, wirklich. Kann man nicht in Worte fassen. Wenn man es dann selber erlebt, glaubt man es dann. Genau. Kann man es gar Ich nicht habe glauben. jetzt vor 2 Wochen habe ich ja in der 97. den Ausgleich gemacht. Okay. Das war schon ein geiles Gefühl, aber ich glaube, es ist noch mal ein bisschen besser, ein Ist nochmal eine andere. Nachwuchs zu bekommen. Ist nochmal ein anderes emotionales Level einfach. Beidchen, gell? Ja. Stimmt, das ist so langsam weg. Ja, Das ja. ist so langsam weg. Noch eins. Ja. Nehme ich aber auch mit für einen 3-2-Sieg. Gibt Ja. als mit einem Pfeilchen rauszulaufen, sage ich mal. Genau. Und ich sehe noch die Hand im Hintergrund. Sehr cool. Stimmt, genau. Da hatten wir gestern einen Call in der Academy. Ja, ich fand das damals, als ich das gehört habe, total spannend zu sagen, hey, wir haben eigentlich alles in unserer eigenen Hand sozusagen. Wir haben unsere positive Einstellung, unsere Vision. Den Mittelfinger will ich jetzt gar nicht zeigen, aber wir müssen auch manchmal Leuten sagen, hey, egal was du mir jetzt sagst, wir brauchen unser Commitment wie bei der Hochzeit und wir müssen auf die kleinen Details achten. Ja, spannendes Konzept, was auch viel mit Mindset zu tun hat. Irgendwas mal, wo man sich orientieren kann, wo man dann auch sagen, woran kann ich denn aktuell vielleicht arbeiten? Also vielleicht das, was bei mir noch irgendwie ja, ein Thema gerade ist. Genau. Spannend. Ja, sehr cool, sehr gut. Freut mich, dass du ja, dass du dabei bist. Ich freue mich schon so wirklich seit ein paar Tagen mega auf diesen Call hier. Und ja, ich würde gern nach Simon Sinek starten. Er sagt ja immer Start by. Und Yes. ja, das würde ich gerne auch von dir so ein bisschen auch hören. Ich meine, ich kenne dich schon, aber auch für meine Spieler. Was ist denn so dein Why? Beziehungsweise, um das zu verstehen, was ist denn eigentlich so deine Personal Story Ja. zu dem ganzen Thema denn auch gekommen? Das würde mich mega interessieren. Ja, geile Frage. Und erstmal freue ich mich natürlich auch da zu sein. Freue mich auch, ja, immer wieder mit Menschen mich auszutauschen, die in die gleiche Richtung gehen, die das Thema, was hier oben sich abspielt, größer machen, weil es noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird manchmal. Und deshalb, ja, bin auch froh dabei zu sein. Und ja, wie du sagst, Personal Story, ich hatte auf jeden Fall meine eigene Geschichte damit, weil ich mir damals auch oft selbst im Weg stand. Wenn ich zurückblicke, sage ich auch, dass ich mein größter Gegner war. Ich habe damals bei Wien Wiesbaden im NLZ gespielt. Mit 12 bin ich gewechselt. Jeden Tag fast eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren. Also viel Aufwand unternommen und ja, von Jugend zu Jugend weit hochgekommen. Da habe ich schon manchmal so gemerkt, gerade so mit 14, 15, 16, dass ich dann ein Spieler war, der tendenziell mehr nachgedacht hat als andere. Was denkt jetzt der Trainer? Oder wenn ich einen Fehlpass gespielt habe, was sagen jetzt denken jetzt die Zuschauer? Und dann halt auch viel mich mit den Dingen beschäftigt habe und aufgehalten habe, ja, mit denen ich mich eigentlich hätte gar nicht so viel beschäftigen müssen, die mich eher runtergezogen haben und oft dazu geführt haben, dass ich eher mit einem negativen Gefühl auf dem Platz stand. Nichtsdestotrotz lief es aber gut. Also ich bin wirklich von Jugend zu Jugend hoch, vor der U19 dann aussortiert worden, weil dort ein Trainer hinkam, wo wir damals den hatte ich im DFB-Stützpunkt, weiß ich noch genau, wie wir mit 11, ist man ja so 10 bis 12, glaube, da haben wir immer Kopfballtraining gemacht. Da hat sich mein Papa schon immer aufgeregt, ey, es sind 10 bis 12-jährige Jungs und die wollen Fußball spielen und er macht Kopfballtraining. Andere Geschichte, andere Philosophie vom Fußball. Ich war eher so ein kleiner Techniker, ich war sehr klein, meine körperliche Entwicklung verlief langsamer. Deshalb hatte ich es auch oft schwer gegen Fußballer, die einfach schon von der körperlichen Entwicklung weiter waren. Ein Spätzügler, ja.
Genau. Ein bisschen Spätzügler, ein bisschen spätere Entwicklung gehabt, auch vom körperlichen her. Ich bin jetzt noch nicht so groß, sage ich mal, jetzt 1,74, aber trotzdem war das damals einfach ja auch ein Punkt, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Warum bin ich so klein? Und habe das oft als mein Limit gesehen. Und ja, alles Also, Dinge, die sich hier oben abspielen. du wirkst größer auf Bildern, wirklich. Hätte ich nicht einschätzen. Okay, ja, auch spannend zu sehen. Ja. Ja, ich habe irgendwann mal habe ich mich mit jemandem dann getroffen, mit dem ich lange geschrieben habe, und er war so ein richtiger Baum, und da war das so komisch zu sehen, weil so über Zoom oder so sieht man das ja nie. Nee, gar nicht, gar nicht. Genau, ja, auf jeden Fall bin ich dann aussortiert worden über eine Zwischenstation bei Eisbachtal, was auch heute mein Verein ist, wo ich spiele, bin ich dann zu TuS Koblenz in die Regionalliga und habe dann, ja, Geschichte, die nur der Fußball so schreibt. Bei Eisbachtal haben wir nämlich auch sechste Liga gespielt damals, erstes Jahr Senioren. Und ich bin dann zu Koblenz 2, die auch sechste Liga gespielt haben. Und erstes Saisonspiel, gegen wen spielen wir? Gegen Eisbachtal, direkt gegen den alten Verein. War natürlich klar, ich schieße 2 Tore, wir gewinnen 3-2. Und nach dem Spiel kommt der Trainer der ersten Mannschaft von Koblenz auf mich zu und sagt: Hey, du bist am Wochenende zum ersten Mal im Kader gegen Freiburg 2 damals, weiß ich noch. Und dann war ich auf einmal bei der Regionalligamannschaft dabei. Ging sehr, sehr schnell. Dann kam ein Trainerwechsel, also lief dann schon auch vieles für mich. Und auf einmal habe ich in meinem ersten Regionalliga-Jahr über 20 Spiele gemacht. Und am Anfang auch mit einer Selbstverständlichkeit, weil ich ja mit diesem Gedanken hochkam: Hey, ich komme aus der zweiten Mannschaft. Niemand erwartet hier von mir, dass ich hier irgendwie gut spiele. Ich spiele einfach, will einfach meine Chance nutzen, so. Und das hat mir auch geholfen. Irgendwann dann, auch in der zweiten Saison, kam dann wieder so, kam auch viel Druck von außen dazu, Abstiegskampf, wir haben dann viele Spiele verloren, schwierige Mannschaftsansprachen, wir hatten teilweise in der Kabine dann Leute, die gesagt haben: Hey, wir müssen Spiele gewinnen, ich muss meine Familie ernähren. Und ich als 19-, 20-Jähriger, ja, konnte damit nicht immer so umgehen und habe dann auch viel nachgedacht, habe auch auf dem Platz dann gestanden und habe auch gedacht: Ja, jetzt sind da gewisse Erwartungen, die ich auch erfüllen muss, habe ich gedacht. Das ist ja auch oft, was man selbst denkt. Auf jeden Fall, ja, war dann wieder so dieses schlechte Gefühl oft da, wo ich dann eher für andere gespielt habe, eher darauf geschaut habe: Hey, was sagen jetzt andere, wenn ich diesen Ball so und so spiele, wenn ich ein Tor schieße? Und ich muss auch wirklich sagen, in der Zeit, ja, ich hatte trotzdem Spaß am Fußball und alles, aber trotzdem war da oft ein Gefühl von Enge, von ein bisschen verkrampft, ja, einfach zu viel im Kopf, zu wenig in dieser Leichtigkeit drin. Und das ist im Endeffekt die Story, wo ich rückblickend sage: Hey, ich hätte an dem Thema schon viel, viel früher dran arbeiten müssen, und habe es erst so richtig für mich realisiert, als ich dann mit einem Fußballstipendium nach Amerika gegangen bin, nach meinem zweiten Jahr von Koblenz. Und dort auf einmal, ich bin nach Amerika gegangen oder geflogen, und ich bin rüber mit einem Flugzeug. Ich habe ja mich nicht körperlich verändert, ich habe fußballerisch mich nicht verändert, ich war ja immer noch der gleiche Spieler, aber ich bin rübergekommen und habe ganz anders gespielt. Ich habe mit viel mehr Leichtigkeit gespielt. Im Kopf war so dieser Gedanke: Ey, ich komme aus Deutschland, ich bin besser ausgebildet, ich spiele hier einfach, hier kennt mich eh keiner. Ich Ja. kann, es ist mir egal, ich habe auch so diesen Traum Fußballprofi, diesen Druck habe ich mal abfallen lassen. Und auf einmal habe ich gespielt, ich habe mir mehr zugetraut, ich habe Tore geschossen, ich war weniger verletzt. Das ist auch ein Punkt, wo ich erkannt habe, das Mindset spielt auch körperlich einfach eine Rolle. Ich hatte nämlich oft auch dann Verletzungen, so Entzündungen an der Ferse bei Koblenz, so muskuläre Sachen, so Kleinigkeiten, wo man sich denkt: Hey, ich mache doch alles, ich trainiere mehr, ich roll mich aus, ich fahr Fahrrad, ich ernähre mich gesund, ich mache alles, aber habe dann trotzdem immer so Kleinigkeiten, die mich zurückwerfen, so bei Koblenz. Und dann in Amerika war es dann so: Alle Spiele gemacht, ich war vom Kopf her frei. Und dort habe ich natürlich besonders gemerkt: Ey, krass, es hat sich körperlich, fußballerisch nichts an mir verändert. Es war einfach dieser Mindset-Shift, der alles ausgemacht hat. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, diese Frage, die sich vielleicht jeder oftmals stellt: Hey, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das früher gewusst hätte oder früher daran gearbeitet hätte? Und ja, so viel zu der Story, wie ich zu dem kam, weil jetzt sage ich: Ich möchte die Unterstützung für andere Fußballer sein. Was Ja. du gebraucht hättest, quasi, Genau.
andere sein. Sehr cool. Ja, Also also man kann ja nicht sagen, so, wenn man mental trainiert, wird man auf jeden Fall Fußballprofi. Dazu ist auch der Fußball zu unberechenbar und ist einfach so, aber ich glaube, man steigert seine Wahrscheinlichkeit und ich hätte auf jeden Fall, wär das Ganze ganz anders angegangen damals. ja, vor allem, man kann sich letzten Endes auch nicht vorwerfen zu sagen, hey, ich habe vielleicht nicht irgendwie alles versucht. Ich glaube, das ist auch dieser Gedanke, wo viele halt daran vielleicht noch zu knabbern haben, zu sagen, okay, ich habe nicht alles dafür getan. Ich hätte vielleicht in dem Bereich noch was noch machen können, um mich dann vielleicht auch zu verbessern und meine Chancen. Genau. Wenn man es weiß. Also ich sage, wenn ich zurückblicke, weiß ich, ich habe alles gegeben. Mir hat in den entscheidenden Momenten nur jemand gefehlt, der mir auch vom Mindset nochmal mitgibt. Weil ich hab viel gelesen, ich habe mich viel versucht weiterzubilden, aber ich hatte nicht diesen Weg, ich hatte nicht eine klare Struktur in dem Ganzen, Klarheit, was brauche ich, was für Glaubenssätze stehen mir noch im Weg und es ist ja oft so, dass das wie blinde Flecken sind, die jeder von uns hat. Jeder hat so Blindspots, wie ein toter Winkel im Auto, haben wir das auch. Und da brauchen wir oft entweder einen Spiegel oder jemand anderem, der uns dann dabei hilft, die auch zu entdecken. Ist es. Ja. Dann fällt mir eine, was mich da jetzt interessieren würde, wie ist es denn heute bei dir? Also hast du vielleicht jemanden, der dich regelmäßig reflektiert, der von außen auch mal drauf schaut und sagt, okay, Julius, da hast du dich schon mega entwickelt, aber vielleicht ist da noch ein Thema, worauf du hinarbeiten könntest oder was du noch aufarbeiten könntest. Absolut, sehr, sehr gute Frage. Ich sage immer, jeder Zahnarzt braucht auch einen Zahnarzt. Und ich glaube auch, dass jeder Coach einen Coach braucht. Und als ich damals meine Ausbildung begonnen habe, bin ich direkt bei Michael von Kuhnert, wo ich die Ausbildung gemacht habe, auch in ein Mentoring-Programm rein. Also arbeite also auch in anderen Sessions mit ihm, auch individuell. Und ja, es tut einfach gut, immer wieder so eine Perspektive von außen drauf zu haben. Bin mittlerweile sehr dankbar dafür, dass ich auch viele Menschen um mich rum habe, mit denen ich mich über solche Dinge austausche, weil das hilft einfach auch, immer das wieder mit anderen zu teilen und zu schauen, wo kann man sich noch ergänzen. Wir haben da zum Beispiel auch eine Sportmental Mastermind mit anderen Coaches, wo wir immer wieder Fragen stellen können. Hey, ich habe da vielleicht doch gerade eine Herausforderung oder weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Es hilft einfach. Also auf jeden Fall habe ich da mehrere individuelle Coachings, aber auch gute Freunde, wo man sich sehr, sehr gut reflektieren kann. Sehr schön. Einfach auch das richtige Umfeld, wie sagt man so schön. Genau, ja. Was ich jetzt auch sehr spannend finde, einfach als Vergleich, wie bist du denn früher in die Spiele gegangen? Also mit welchem Mindset bist du in die Spiele gegangen? Warst du brutal aufgeregt? Mit welchen Gedanken bist du da rein? Und wie ist es heute bei dir? Ich meine, du spielst tief in der fünften Liga, Ja. was natürlich auch ein tolles Niveau nach wie vor ist. Und ich meine, du hast ja auch noch jetzt einen gewissen Druck und einen gewissen Leistungsanspruch. Deswegen würde mich das mega interessieren, wie sich da auch deine Einstellung im Spiel oder vor dem Spiel einfach auch verändert hat. Geile, geile Frage, richtig geile Frage. Also wenn ich mich an damals zurückerinnere, irgendwann war es so, dass sich bei mir der Spaß mehr und mehr verlagert hat. Also ich sag mal, ganz am Anfang, wenn man anfängt, Fußball zu spielen, ich glaube, jeder kleine Junge, wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel. Wir können gefühlt 3 Spiele am Wochenende machen, ohne dass wir müde werden. Bei einem Turnier freuen wir uns schon direkt wieder aufs nächste Spiel. Hey, wann spielen wir wieder? Und bei mir war das dann irgendwann so, dass ich dann diese Nervosität halt mehr und mehr gespürt habe, die ja gut ist. Also ich glaube, wir brauchen die ja unbedingt auch und die hilft uns ja. Aber bei mir war das dann oft auch so, dass ich eher dann Spaß empfunden habe, wenn ich gut gespielt habe. Also, dass sich der Spaß von vorne oder während des Spiels eher ans Ende verlagert hat damals. Wenn dann nachher vielleicht auch Leute kamen, vielleicht das war auch Thema Anerkennung, dass wenn man gut gespielt hat, man eine gewisse Respekt oder Anerkennung von anderen bekommt. Und dann hat sich eher gut angefühlt. Das heißt, wenn ich gut gespielt und trainiert hatte, war ich gut drauf. Das hat aber gleichzeitig auch bedeutet, dass wenn wir verloren haben, wenn ich mal nicht so gut gespielt habe, dass ich dann natürlich auch frustriert war. Und dadurch, dass ich auch den Fokus also so auf Fehlern hatte, dass ich teilweise, obwohl ich gut gespielt habe, überall nochmal den Fehler gefunden habe und gedacht habe, ach, der Fehlpass war vielleicht nicht gut oder das lief nicht gut. Ich habe gar nicht gesehen, was alles gut lief. In meiner Zeit, obwohl ich mit 19 Stammspieler in der Regionalliga war, teilweise jeden Freistoß geschossen habe, manchmal mit rechts und links. Und ich nach jedem Spiel ge
die Fehler gesehen habe, ah, das war nicht gut, das war nicht gut. Und das hat natürlich mein Gefühl runtergezogen und ich glaube, ich hatte oft das Gefühl, auch vorm Spiel mich beweisen zu müssen Okay. und bin eher mit so ein bisschen Druck reingegangen ins Spiel. Manchmal war das im Spiel trotzdem dann auch weg. Also es gibt ja manchmal dann auch so Phasen, wenn man gut reinkommt, die ersten paar Bälle gut spielt, dass man so wie so in den Rhythmus kommt. Also es war jetzt nicht immer so, dass ich nur am Platz stand und irgendwie depressiv war sozusagen. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber es war trotzdem so, dass ich zu oft noch in diesem Druck drin war. Und wie ich heute ins Spiel reingehe, gut, heute hat sich natürlich auch vieles verändert. Also heute ist es ja auch nicht mehr mein Ziel, höher zu kommen. Also ich habe jetzt allein gar nicht mehr das Ziel, höher zu kommen und kann das allein deshalb mit einer ganz anderen Leichtigkeit angehen. Aber heute gehe ich mit einem Lachen, mit einem Lachen zum Training und zum Spiel. Und das sage ich auch immer den Spielern, hey, gehst du mit einem Lachen zum Training und zum Spiel? Weil ich weiß, damals habe ich manchmal so innerlich gedacht, ah, Spiel und da habe ich viele Zuschauer und irgendwie war das schon was Tolles, weil das wollte ich ja eigentlich, aber gleichzeitig hat es mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt und da sage ich heute, ey, egal gegen wen wir spielen, ich gehe mit einem Lachen zum Spiel, mit einem Lachen zum Training. Und auch wenn der Druck da ist, ich glaube, manchmal, heute ist es natürlich auch so, ich gebe das ja noch weiter und spiele noch selbst. Also das ist ja auch so, ja, zeig mal, was du so weitergibst, so weißt du. Also es ist Ja, ja, klar. war für mich auch so ein Step zu sagen, hey, ich spiele auch noch weiter. Weil der einfach, also für mich wäre der einfachere Weg gewesen zu sagen, okay, ich spiele wohl nicht mehr, aber ich will auch das in der Praxis halt leben und selbst Dinge ausprobieren. Und ich merke halt einfach jetzt, dass ich viel besser damit umgehen kann. Wenn ich heute Fehler mache, dann lache ich drüber. Ich kann Fehler weglachen. Ich weiß, dass ich niemanden beweisen muss. Mir ist es egal, wenn draußen rum die Zuschauer mal motzen. Ich will halt sagen, dass es mir egal ist, was der Trainer sagt, weil es ist immer wichtig, auch das Feedback von außen natürlich einzubeziehen. Aber es triggert mich nicht mehr so, wie es mich damals getriggert hat. Und das ist natürlich auch ein Prozess irgendwo. Und es gibt auch manchmal Phasen, wo das nicht so gut läuft, wo ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr im Kopf wieder drin bin. Aber das ist ja genau dann, sind ja genau die Momente, wo ich dann wieder weiß, okay, hier kann ich noch an was arbeiten. Hier kann ich noch ein bisschen lernen und da besser zu werden. Ja, ist auch spannend beschrieben, auch in deinem Buch, was du mir auch zugeschickt hast, wo ich dann auch das gelesen habe, wo du auch so sehr betonst, wie sehr es um diesen Prozess geht. Und letzten Endes, ich meine, der Prozess hört ja nicht auf, wird auch bei Ja, Mental, wie wir ja. dabei sind oder du es jetzt bist, hat dieser Prozess nicht auf. Und Das stimmt. wird es immer geben. Und das ist ja das Schöne dann letzten Endes. Ja, und das ist auch wichtig zu wissen. Ich glaube, das hätte ich damals auch gar nicht so gesehen, weil als ich damals so dann mir Profis angeschaut habe, hätte ich nie gedacht, dass die sich auch mit sich selbst beschäftigen, dass die auch manchmal zweifeln, dass die auch über Fehler nachdenken, dass die auch nach Rückschlägen erstmal Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Weil als ich die gesehen habe, also das ist ja das Schwierige auch, wir sehen ja andere Menschen nur von außen. Wir sehen einen Fußballprofi nur von außen und denken, ey, der ist Fußballprofi, geil. Was hier oben bei dem abgeht, sehen wir ja gar nicht. Und dort also zu erkennen und zu wissen, hey, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Das hat eigentlich fast jeder Mensch. Und auch gerade im Profibereich gibt es viele Fußballer, denen es so geht. Allein das gibt ja schon Sicherheit, weil man weiß, hey, es ist normal, in Anführungszeichen. Es ist nicht nur, bin nicht nur ich und es gibt Dinge damit oder es gibt Wege, Methoden, Techniken damit umzugehen und dieses Bewusstsein zu haben, hey, ich kann es prinzipiell ändern. Allein das Bewusstsein hilft schon viel. Ja. Brutaler Mindshift, so Ja. ändert sich viel. Was mich da jetzt mega interessieren würde, ich meine, du hast ja angefangen vor circa 3 Jahren mit Mentalcoaching, oder habe ich das richtig verstanden? Genau. 3 Jahre ungefähr Zwei war. bis 3 Jahre, ja. Wie war das dann eigentlich bei dir, wo du deine Personal Story so geteilt hast, so ein bisschen? Ich meine, wo du dich dann auch so geöffnet hast der Welt gegenüber und auch natürlich auf den öffentlichen Medien. War das dann schon so, dass sich ganz, ganz viele gemeldet haben und gesagt haben, hey, boah, eigentlich habe ich genau die gleichen Thematiken wie du und ganz, ganz viele ähnliche Prozesse laufen bei mir auch ab, oder wie war Ja, das war ein sehr, 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 sehr schwieriger Schritt auch für mich, das zu teilen, weil, wie ich gerade gesagt habe, ich habe ja immer gedacht, ja, das bin ich und ich wollte mich beweisen. Und im Fußball ist das ja auch oft so. Man will keine Schwäche zeigen, viele tragen eine Maske und
Es ist irgendwie Teil der Branche. Was? Männersport, es ist ein bisschen. Männer, genau, es ist ein Männersport. Ja, es ist einfach oft auch so, gut, einem Trainer würde man jetzt auch nie sagen, ey, ich zweifle zu viel an mir selbst oder ich denke zu viel nach oder so. Das will man ja dem Trainer jetzt nicht sagen, so. Gleichzeitig glaube ich, dass es einfach wichtig ist zu wissen, ja, das ist kein Problem. Jeder kann daran arbeiten und kann darin besser werden. Und als ich dann angefangen habe, mir dessen bewusster zu werden und gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt auch, damit rauszugehen und es einfach zu teilen, weil da war ja dann auch wieder was sagen, was denken andere. Die Frage ist übrigens absolut menschlich. Was denken andere, was sagen andere? Das ist wohl eine der größten Ängste, die wir Menschen haben. Und darüber hinwegzukommen, ist eine der größten Befreiungen, die wir je erleben werden. Aber auf jeden Fall, das war bei mir natürlich genauso als im Kopf. Und als ich dann geteilt habe und gesagt habe, hey, das sind Dinge, in denen man arbeiten kann und hey, mir ging es damals auch ähnlich, dann kamen schon viele und haben gesagt, hey, ich habe mich da voll wiedererkannt oder hey, mir geht's auch so. Also ich habe dann schon auch viel Zuspruch erhalten von Spielern, habe dann manchmal auch so eine Umfrage gemacht, das fand ich spannend damals. Da waren Zweitligaspieler dabei, aber auch Spieler bis zur Kreisliga sozusagen, einfach weil ich das Thema besser verstehen wollte. Und unabhängig von der Liga, also ob ehemals Profi oder Amateurspieler, alle haben genau die ähnliche Themen, Gedanken, Umgang mit Rückschlägen, Umgang mit Druck, selbstkritische Gedanken. Also es ist grundlegend, egal von der Liga. Und ja, das war dann auch wieder ein Punkt, hey, das Thema muss man größer machen. Und ja. Spannend, spannend. Ja, ich denke, ja, es gibt viele Parallelen, egal auf welchem Niveau man spielt. Die menschliche Psyche funktioniert sehr ähnlich, letzten Endes. Ja, Das ist auch absolut. spannend daran. Was mich interessieren würde, dass zum Beispiel welche, also ich meine, jeder hat irgendwelche Erfahrungen im Leben gemacht, die einen sehr stark prägen. Beziehungsweise manche weniger, manche mehr. Was mich interessieren würde, was wären jetzt so deine Erfahrungen, die dich jetzt am meisten geprägt hat, letzten Endes. Was gibt's da irgend so ein, Cool. sagst du, okay, das hat mich brutal verändert oder Ja. mehrere Erfahrungen, die Mir ist eine Fußballerische kommt mir direkt in den Kopf, als ich damals von Wien Wiesbaden aussortiert wurde. Okay. Weil ich fahre über 4 Jahre fast jeden Tag dorthin und mach und tu und letztendlich, wenn man es so krass sagen will, werde ich aussortiert, weil ich es körperlich einfach nicht geschafft habe. Also weil ich körperlich in dem Moment noch nicht weit genug war. Okay. Und in dem Moment bricht natürlich irgendwo eine Welt zusammen. Ich musste, damals habe ich das wirklich so gesehen, ich musste zu Eisbachtal gehen, ein richtig guter Jugendverein. Also wir haben damals in die Regionalliga aufgestiegen, also schon war gut, aber in meinen Augen war es natürlich erstmal so, jetzt muss ich da hingehen, obwohl ich eigentlich bei Wien Wiesbaden das Ziel hatte, Profi zu werden. Und also das war wirklich ein Moment, der auch für mich nicht einfach war, weil ich glaube, damals habe ich auch sehr, sehr viel von meiner Identität vom Fußball abhängig gemacht. Und ich bin vielleicht doch noch bei meiner Familie immer der Fußballer. Die erste Frage, wenn ich auf eine Familienveranstaltung komme, hey, wie läuft's im Fußball? Kriegt man immer. Und dann zu sehen, ach scheiße, jetzt schaffe ich es nicht. Also dieses vielleicht auch bewusster zu werden, hey, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was sagen dann andere? Ist ja auch wieder, was denken dann andere? Die sehen mich als der Fußballer, die sagen immer, ja, wenn es einer schafft, dann du oder so. Das hat mich auch irgendwie, diese Erwartung hat mich auch irgendwie wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt. Also das war ein Moment, wo ich aber rückblickend extrem dankbar bin, dass ich einfach oder froh bin, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Ich kann aufgeben. Ich kann vielleicht auch etwas nachgeben und irgendwo anders spielen oder ich kann alles geben. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe zum Glück diesen Rauswurf in Anführungszeichen oder ja, als Motivation genommen, zu sagen, hey, ich mache weiter, jetzt noch mehr. Und im Ende rückblickend sage ich natürlich, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil nur über Eisbachtal bin ich zu Koblenz, über Koblenz bin ich dann über einen Berater mit Amerika. Also danach sind so viele Dinge passiert. Also deshalb habe ich auch jetzt im Rückblick sage ich auch immer, hey, alles, was passiert, das passiert schon aus irgendeinem Grund. Das bringt mich schon irgendwo hin, wo ich hinkommen soll. Aber damals war das natürlich eine herbe Erfahrung, die mich geprägt hat.
Und die zweite, die mir jetzt eben auch in den Kopf kam, war Amerika, wo ich auch, also ich arbeite jetzt auch noch mit einer Agentur, die Fußballstipendien vermittelt. Und ich sage immer den Spielern, es ist eine unfassbar geile Alternative. Und für mich war es damals irgendwo auch ein kleiner Ausweg, weil ich war ja in dieser Fußballblase, habe mich irgendwie nicht 100% wohlgefühlt bei Koblenz, Abstiegskampf, viel auch im Verein, nicht so gut gelaufen, Insolvenz und viel erlebt, so viele Schattenseiten vom Fußball. Und ich als introvertierter Mensch, absoluter Familienmensch, ich hätte mir nie vorstellen können, mein Papa sagt heute noch, er hätte nie geglaubt, dass ich sowas mache. Krass. Wirklich, sagt er heute noch. Und ich gesagt dann, hey, ich gehe mit einem Fußballstipendium nach Amerika. Das war auch erstmal so ein, das war kein Sprung aus der Komfortzone, das war irgendwie ein, was auch immer, ein Wurf aus der, extrem weiter Sprung aus der Komfortzone, weil das komplett gegen das war, was ich eigentlich mir, was ich, für was ich stand, so dieses introvertierte, zurückhaltende. Aber auch da wieder, das hat mich brutal geprägt und ich bin da auch sehr dankbar, dass ich den Okay. Mut hatte, das zu machen. Ja, Ja, das waren die zwei Sachen. schön. Und ja, du hast ja schon erwähnt, du bist ja auch unter anderem Scout für eine Agentur, die mit ja, Universitäten in den USA zusammenarbeitet. Du bist ja noch Mentalcoach, spielst selber. Ich meine, du wirst ja sehr viele Spieler sehen in deinem Job, zwangsweise. Du hast ja mit ganz vielen Spielern zu tun. Und was mich da interessieren würde, wäre, woran merkst du, habe ich jetzt hier einen Durchschnittsspieler vor mir? Einer, der vielleicht ein guter Kicker, wo du merkst, okay, aber er wird schwer haben, vielleicht hoch an die Spitze zu kommen. Oder habe ich da wirklich einen Top-Top-Spieler vor mir? Woran? Spannend. Also, ich glaube, fußballerisch, ich kann in meiner aktuellen Position, außer wenn ich jetzt Videos sehe, kann ich natürlich Fußballer auf der fußballerischen Seite erstmal nicht so konkret einschätzen, als wenn ich sie jetzt live sehen würde. Also ich glaube, das ist so die erste Komponente, die mir noch ein bisschen fehlt. Und die zweite, dieses Körperliche, wie ernährt er sich, wie ist er physisch aufgestellt, wie viel macht er für seinen Körper. Das kann ich ja noch nicht so beurteilen, aber ich kann, oder mir fällt es relativ schnell auf, was er vom Mindset für Dinge hat, die ihm entweder helfen oder die ihm noch so ein bisschen im Weg stehen, sagen wir es mal so. Und eine Sache, die ich immer wieder hervorheben würde, ist, wenn ein Spieler gewillt ist, an sich zu arbeiten, also allein diese Bereitschaft zu haben, sich zu hinterfragen, zu sagen, hey, was kann ich noch besser machen? Gibt es da noch Dinge, an denen ich wachsen kann? Auch über den Fußball hinaus, was sind Dinge, die ich für mich persönlich noch lernen kann, also dieser Bezug zu seiner persönlichen Entwicklung. Ich glaube, wenn ich das in einem Spieler spüre, dann, weil wenn er das hat, dann kann er sich sehr, sehr, sehr viel aneignen. Dann kann er sich alles andere ja erarbeiten. Aber wenn ein Spieler verschlossen ist, wenn ein Spieler sagt, ja, ich bin fertig, ich muss nicht mehr trainieren oder ach, mental brauche ich nicht zu trainieren, dann, klar, gibt es Spieler, die auch so durchkommen und alles, aber ich glaube, um letztendlich den Sprung in den Profibereich zu schaffen, musst du auch hier mittlerweile immer mehr hier oben gut aufgestellt sein. Also gerade bei dem Druck, der immer größer wird, Social Media, die Anforderungen sind einfach höher. Körperlich wird immer krasser trainiert. Also da werden ja die Unterschiede auch immer kleiner, wenn Leistungsdiagnostik, was da für Fortschritte in den letzten Jahren kamen, vom Athletiktraining allein her, das ist ja Wahnsinn. Deshalb wird der Fußball ja auch immer schneller. Fußballerisch natürlich auch, also die Technik und alles, die muss natürlich auch passen. Aber ich glaube, die Säule, an der er noch am meisten rausgeholt werden kann, ist ja das Mentale. Weil wenn fußballerisch und körperlich die Unterschiede immer kleiner werden, welche Spieler werden es dann machen? Die halt vom Mindset her da sind. Ich habe letztens mit Ivica Banovic gesprochen, der hat so gesagt, in ein paar Jahren wird das Spiel von den Spielern dominiert, die am mental stärksten sind. Und ich bin da auch fest von überzeugt, dass diese Säule Mindset, mentales Training, Persönlichkeitsentwicklung, wie man es auch immer nennen will, ist es auch völlig egal. Ich wusste damals auch nicht, wie man es bezeichnet. Also dieses Beschäftigen mit sich selbst, mit dem, was hier oben abläuft. Ich glaube,
glaube, das wird eine immer größere Rolle haben. Und wenn ein Spieler bereit ist, da jetzt schon hinzuschauen, nicht weil er irgendein Problem hat, weil das wird ja auch oft so gesehen, ich habe ja kein Problem, ich muss ja jetzt nicht mit dem Coach zusammenarbeiten oder mich mit sowas beschäftigen. Überhaupt nicht, einfach weil er weiß, das macht mich zu einem besseren Fußballer und viel wichtiger zu einem besseren Mensch. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich brutal schätze und die, glaube, sehr wichtig wird. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannender Einblick. Ja. Du hast es schon angesprochen. Ich meine, Timothy Galloway hat in seinem Buch hat's sehr, sehr gut formuliert. Also, das heißt Tennis, das innere Spiel, das kennst du sicherlich auch. Ich beziehe es immer ein bisschen auf Fußball. Ich denke, da gibt es auch ganz, ganz viele Parallelen. Und er hat es ziemlich gut zusammengefasst in das innere Spiel. Ich meine, das ist das Spiel mit uns selbst letzten Endes, das, was im passiert, und das äußere Spiel, das sind natürlich unsere Fähigkeiten. Ja, unsere Fitness, unsere Ernährung, all die Dinge, die da auch dazugehören, natürlich. Wie würdest du es in Prozent einteilen? Also, wenn du sagst, okay, ja, 100% brauchst du, um zu sagen, okay, ich muss meine Ziele erreichen, wie viel Prozent würdest du jetzt sagen, ist das äußere Spiel, das heißt Fähigkeiten, Fitness, Talent, etc.? Und wie viel davon wäre die mentale Ebene? Spannende Frage und schwierige Ganz, Frage. ganz schwierig. Also, ich sage ja oft, so Mindset is key, Mindset is everything. Und das sagt man ja oft, also alles spielt sich im Kopf ab und ist, also ich glaube schon, dass vieles im Kopf sich abspielt. Ich glaube natürlich auch körperlich und die körperliche Säule, die fußballerische Säule ist auch wichtig. Also, man braucht ein gewisses Talent in Anführungszeichen, weniger Talent als, ich sag mal, eine Präferenz zum Fußball, so eine Hingabe irgendwo auch. Also ich glaube, da werden ja viele Grundsteine auch schon früh gelegt. Also ein Spieler, der jetzt mit 20 anfängt, Fußball zu spielen, wird es schwierig haben, sage ich mal. Also ist einfach so, weil vieles ja auch schon so in den Jugendjahren dann von der Technik her kommt. Also ich glaube, man braucht schon so einen gewissen Bezug, dieses Talent fußballerisch zu haben, das will ich damit sagen. Aber Talent, ja, ich glaube, Norbert Elgert von Schalke 04 hat gesagt, Talent stellt dich nur in die Tür. Ob du durch die Tür durchgehst, entscheiden ganz, ganz andere Sachen. Und da sehe ich auf jeden Fall das Mindset ganz vorne. Also wenn ich sagen müsste, würde ich vielleicht sagen, ich sag mal 20% fußballerisches Begabung. Man kann es ja auch Begabung nennen, weil Talent finde ich immer. Schwierig. Bei Talent ist es immer so, entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Ich finde, Talent kann man sich auch erarbeiten. Also man kann sich schon auch weiterentwickeln in dem Bereich. Also ich sag mal 20% und 80% das Mindset. Okay. Oh, jetzt sind meine Kopfhörer, glaube ich, gerade ausgefallen. Tue ihn mal raus. Okay. So, jetzt höre ich dich laut. Passt aber auch, oder? Ja, das passt Genau, perfekt. okay. Ja, genau, also 80-20. Pareto-Prinzip, das hört man ja auch öfter. Kann man sich auf alles anwenden, oder? Ja, sagt man so. Also, da habe ich das jetzt auch mal genommen. Sehr. Übrigens ein gutes Buch. Hier. Also, was du gesagt hast, das innere Spiel des Tennis, der Inner Game. Da habe ich auch viel von mit rausgenommen. Habe ich mich auch selbst ertappt, auch wenn ich kein Tennis spiele. Total, nee, aber er hat jetzt das Beispiel Tennis genommen, aber ich glaube, das kannst du wirklich auch auf jede Ja. Sportart oder auch auf das Alltagsleben kannst du es genauso beziehen, letzten Endes, weil Ja. es der dann abläuft mit diesen zwei Selbst, Selbst 1, Selbst 2, Genau. Aktor, der Macher. Das Ja. finde ich ganz spannend, wie er es auch genannt hat. Das sehe ich auch bei ganz vielen Spielern im Coaching, die dann sich selber dann erkennen und sagen, oh, okay, ich merke, wie Ja. die zwei aktiv sind und wie sie mit dem Kommentator manchmal da halt da dazwischen funktioniert. Ja. Ja, absolut. Das ist ein spannender Punkt. Ich habe das auch immer, sag das auch immer, Spieler 1, Spieler 2. Also ich nehme das auch einfach für den Fußball. Und ja, der Spieler, der zu viel nachdenkt, der sich mit anderen vergleicht, der sich beweisen will, der irgendwie das Gefühl hat, er ist nicht gut genug und zu viel im Kopf ist, und der andere, der intuitiv spielt, der einfach macht, wo halt auch viel unterbewusst abläuft. Und ja, ich meine, das hört man ja auch sehr oft, dass 90 bis 95% der Entscheidungen, der Gedanken, der Gefühle aus dem Unterbewusstsein kommen. Also wir nicht bewusst darüber nachdenken. Allein deshalb macht es ja schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil wenn 95% von dem, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen, im Unterbewusstsein entstehen, dann sollten wir besser uns darum kümmern, da gewisse Dinge zu haben, die förderlich für uns sind. Also ja, auf jeden Fall.
sehr spannend. Ja, zum Abschluss. Drei Dinge, die du jedem jungen Spieler gerne mitgeben würdest. Wo Ich du glaube, sagst, der erste Punkt ist, sich mit mentalem Training zu beschäftigen, Mindset, eine nachdenkliche Art, weil wir arbeiten ja auch oft mit Spielern zusammen, die uns ähnlich sind, sage ich jetzt mal. Und die sind oft auch nachdenklich. Und ich habe damals oft gedacht, dass meine nachdenkliche Art meine größte Schwäche wäre. Also wäre der erste Punkt, die ich jedem Spieler mitgeben würde, hey, deine nachdenkliche Art ist deine größte Stärke, wenn du lernst, damit umzugehen. Also allein das zu wissen, dass es, weil es ist ja oft so, ich denke zu viel nach und man bekommt dann auch vom Trainer diese Tipps, ja, mach dir keinen Kopf und konzentrier dich und ja, denk nicht so viel. Danke, gute Tipps, aber die helfen ja nicht und deshalb darüber bewusst zu sein, hey, das ist was, was meine größte Stärke werden kann. Also auch allein dieses Bewusstsein, ich kann daran arbeiten, ich kann es verändern, wäre die erste Sache. Die zweite Sache ist, und in dem Zug vielleicht auch, dass es normal ist, dass wir alle so einen älteren Teil des Gehirns haben. Die zweite Sache ist, größer zu denken. Und Okay. das hängt vielleicht auch damit zusammen. Aber ich habe mir damals selbst nicht erlaubt, groß zu denken. Und ich glaube, es ist einer der größten Fehler, die wir Menschen machen. Wir denken zu klein. Und ich höre das von Spielern immer wieder, die jetzt vielleicht 18, 19 sind. Ja, man muss ja realistisch sein. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn man das schon hört, und ich habe das damals ja auch gesagt, also ich weiß genau, wie das ist, aber deshalb würde ich dem Spieler mitgeben, hey, denk mal größer, als du je gedacht hast, weil es ist viel mehr möglich, als du glaubst. Es ist viel mehr möglich, als du glaubst. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt, weil Großdenken kostet ja nichts, aber Kleindenken kostet dich eventuell sehr, sehr viel. Weil du dann nicht das erreichst, was du vielleicht erreichen könntest, was noch in dir steckt. Und das wäre so der zweite Punkt, dieses Dream Big, größer zu denken, sich erstmal zu erlauben, auch in diese Richtung zu gehen. Weil, wie gesagt, ich habe auch damals, habe ich manchmal Schwierigkeiten gehabt, mich als Fußballprofi so zu sehen, als, hey, ich gewinne die Champions League so, weil mein Gehirn mich selbst limitiert hat. Und deshalb Dream Big, so diese eigenen Grenzen aufzulösen. Und der dritte Punkt, den sage ich ja immer wieder, enjoy the process. Also genieß diesen Prozess, weil klar, es kommt irgendwo auch darauf an, Fußball ist ein Ergebnissport und wir wollen gewinnen und wir wollen nach oben. Und wenn du das Ziel hast, höher zu spielen, Profi zu werden, dann klar, ist das wichtig für dich. Ich glaube, du wirst es aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch da erreichen, wenn du die einzelnen Schritte zu diesem Ziel genießt. Also nicht wie ich oft von Gipfel zu Gipfel stürmst und sagst, okay, jetzt bist du in der nächsten Jugend, okay, wo ist der nächste Gipfel? Jetzt spielst du bei Koblenz, okay, was ist jetzt für mich der nächste Step? So immer darauf zu schauen, wo wir noch hin müssen und mal nie zurückzuschauen und sagen, hey, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind, guck mal, wie geil die Aussicht ist, um in dem Bild zu bleiben und zu sagen, hey, es ist schon gut so, wie es ist und ich genieße es einfach, ich genieße die Trainingseinheit, auch wenn sie schwierig ist. Ich genieße ja, Schwierig. das Training, ich genieße die Spiele, ich genieße es, vor vielen Zuschauern zu spielen. Ich genieße es, mit Nervosität besser klarzukommen. Also wir können ja auch in diesem Struggle mehr und mehr wertschätzen sozusagen, weil wir genau wissen, der macht uns zu der Person, die wir sein sollen. Und ich glaube, da gibt es viele Fußballer, wie ich es immer wieder auch merke, die in diesem ganzen Streben diese Wertschätzung für den Prozess verlieren. Und das ging mir auch so, das habe ich leider auch erst so in Amerika erkannt, wo ich so gedacht habe, hey, hier spiele ich jetzt einfach wieder, ich habe wieder Spaß am Fußball und bin auf einmal viel, viel besser. Warum habe ich mich damals viel zu sehr auf das fokussiert, was nicht so gut lief? Und deshalb wären das so diese drei Messages. Ja. Das heißt, eine nachdenkliche Art muss keine Schwäche sein, wenn man damit lernt umzugehen. Dream big und Genau. enjoy Enjoy it. the process. Sehr nice. Ja. Denke, die Spieler können sich da ja sehr, sehr viel mit rausziehen, denke ich. Ja. Ja. Sehr cool. Dann, Julius, ich danke dir für deine Zeit. Es war so, wie ich es erwartet habe. War wirklich ein toller Austausch. Also
Du siehst, ich war jetzt gerade nur am Lachen und am weil mir einfach Worte, wie du es formuliert hast, auch deine Art, wirklich sehr, sehr cool. Deswegen danke für deine Zeit. Und ja. Ja, danke auch für deinen Impuls. Ich freue mich, dass ja, wir da den Weg auch irgendwo gemeinsam gehen und uns da gegenseitig unterstützen. Wird bestimmt auch mal umgekehrt sein. Also wir können dann gerne auch mal bei mir am Account live gehen oder generell in der Zukunft mal was zusammen machen. Und Sehr gerne. ja, bin gespannt. Ja, und ich glaube, wie gesagt, wir müssen das ganze Thema größer machen. Nicht nur für den Fußball, weil es ja auch neben dem Fußball sehr, sehr wichtig ist, uns ja, weiterzukommen, auch als Gesellschaft. Und deshalb, ja, vielen, vielen Dank auch für das, was du tust. Auch sehr inspirierend und ja, freue mich, dass wir da in Kontakt gekommen sind. Ja, wie man so schön sagt, es gibt keine Zufälle. Und, That's it, ja. wir haben da, wie gesagt, eine Mission zu erfüllen, denke ich, etwas zu etablieren, was noch nicht, leider noch nicht normal ist. Und wir aus eigener Erfahrung einfach wissen, wie schön es ist, wenn man ja, gewisse Themen einfach aufarbeitet und Genau. ja, damit auch besser zurechtkommt. Absolut, ja. In diesem Sinne, dir noch einen schönen Abend. Sehr Ich cool. hoffe, es ist ähnliches Wetter wie bei uns hier. Hier hat es noch ein paar Sonnenstrahlen und Ja, ich gehe jetzt auch nochmal raus. Vielen, ja. vielen Dank ebenso natürlich. Und ja, wenn irgendwelche Fragen sind oder so generell auch von den Zuschauern, schreibt uns gerne an. Ich glaube, es ist wichtig, sich da zu öffnen und ja, zu schauen, wie man als Person für sich wächst und das rausholt, was man in sich hat. So ist es. Also, Perfekt, alles klar. schönen Mach's Abend. gut, Alex. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.